Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Spätzle mit Marfi. Heute bin ich zu Gast Volker Hirt, einer der erfolgreichen Trainer im deutschen Ringersport, dreifacher deutscher Mannschaftsmeister beim ASV Nendingen. Als Athlet warst du ebenfalls sehr erfolgreich, bist sechsmal deutscher Meister geworden, fünfmal deutscher Vizemeister, warst von 1994 bis 2006 Teil der deutschen Nationalmannschaft und ebenfalls oft an Europameisterschaften und Weltmeisterschaften beteiligt. Volker, wir sitzen hier vor einem nicht so alltäglichen Wohnzimmerschrank oder einer Vitrine, bestückt mit deinen ganzen Erfolgen, Bilder aus deiner aktiven Zeit, aber auch als Trainer. Und du hast Platz machen müssen für deine Tochter schon. ist es schon schön, wenn man mal davor steht und sagt, hey, war eine geile Zeit bisher, oder? Ja, natürlich. Man hätte sie ja auch können irgendwo in einen Karton reinpacken und in den Speicher stellen. Das wollte ich einfach nicht, weil doch das Ringe mein ganzes Leben lang begleitet hat und immer noch begleitet. Und deshalb darf man auch ruhig stolz sein auf das, was man erkämpft und errungen hat. Und ja, das ist so ein bisschen auch mein Zimmer. Und deshalb habe ich die Vitrine hier eingerichtet. Okay, super. Volker, über Freiburg, Haslach, Weingarten bist du zum ASV Nendingen gekommen und hast den ASV gemeinsam von der Oberliga bis in die erste Bundesliga geführt und dann die drei Titel geholt. Erzähl mal was über die Zeit. Wolltest du schon immer professioneller Trainer werden? Weil Nendingen war ja eine professionelle Zeit. Erzähl mal was. Ja, also ich habe 2005 habe ich mir eine schwere Knieverletzung zugezogen. Und nach der OP und nach der Infektion, die ich mir da im Krankenhaus zugezogen habe, war klar, dass ich meine Sportlerkarriere an den Nagel hängen muss. Dann bin ich automatisch dann irgendwie in das Traineramt reingewechselt. War eigentlich nicht so geplant, dass es so läuft, aber ich habe schnell eine neue Aufgabe gefunden, habe mich schnell motivieren können, dass ich die Sachen, wo mir noch als Athlet gefehlt haben, dass ich die als Trainer erreichen kann. Und habe die zum Großteil auch mir erfüllen können. Okay, ja. Ringen ist nicht jedermanns Begriff, ja. Erzähl mal was über das Ringen. Die Sportart, erklär sie mal. Gut, ja, also der Ringkampf ist eine Zweikampfsportart mit unter anderem die härteste Sportart der Welt. Wir unterscheiden im Ringen in zwei Stilarten. Es gibt das griechisch-römische Ringen, das geht bis zur Gürtellinie aufwärts, also man darf nicht an die Beine fassen, und eben der freie Ringkampf, also das Freistilringen. Hier ist wirklich jedes Körperteil kann man da berühren und angreifen und hat so deine zwei Stilarten eigentlich unterschieden. Natürlich gibt es jetzt noch eine dritte Art Ringkampf, und das ist das Frauenringen. Ein Freistil wird da gerungen, aber man kann schon sagen, dass es eigentlich die drei Sportarten sind. Okay, du warst der Griechischringer? Jawohl. Ja. Frauenring hast du schon angesprochen, deine Tochter Chiara, die ist selber mittlerweile auch eine erfolgreiche junge Ringerin, deutsche Vizemeisterin und zweifache Schweizer Meisterin. Papa sicher stolz drauf, oder? Ja, natürlich ist man da stolz als Vater, so eine erfolgreiche Tochter zu haben. Und ich hoffe und wünsche mir, dass sie weiterhin erfolgreich ringen kann, dass sie verletzungsfrei bleibt, vor allen Dingen. Und davon bin ich überzeugt, dass sie der Wille an den Tag legt, den man benötigt, um auch erfolgreich zu sein. Okay, ja. Volker, im Ring nicht nur Muckis und gute Statur bringt ein Ringer oder eine Ringerin mit sich, sondern gibt auch ein Erscheinungsbild, ein weiteres von einem Ringer, das Ringerohr, ganz typisch Blumenkohlohr genannt, auch unter denjenigen, die es nicht kennen. Erzähl mal was über das Ringerohr. Du hast selber zwei schöne Ringerohren und bist geprägt von deiner aktiven Zeit und vom Training. Da verbindet man doch sicher auch noch das ein oder andere oder den ein oder anderen Kampf gegen einen bestimmten Gegner, wo man sagt, hat es mal ganz ordentlich wehgetan. Ne? Ja, natürlich verbindet man seine Geschichte vom Ring eigentlich mit den Ringerohren. Das ist einfach ein Markenzeichen eines Ringers. Das sind die Ringerohren oder die Blumenkohlohren, wird ja das umgangssprachlich genannt. Mittlerweile ist ja MMA auch ganz groß verbreitet, und die meisten haben ja mittlerweile auch schon diese Ohren.
Ja, also ist einfach ein Markenzeichen von uns. Es ist oftmals auch die Eintrittskarte, gerade in östlichen Ländern, Polen, Russland und so weiter, Ungarn, ja, in der Diskothek, das sind meistens die Ringer, die Türsteher. Okay. Und da ist dann schon immer das Positive, das ist ein Ringerohr, dass man da eigentlich immer freie Eintritt eigentlich bekommt. Das ist ganz gut, das hat einen großen Vorteil natürlich. Nichtsdestotrotz ist natürlich schon ein Zeichen, oder ja, wo jetzt vielleicht nicht ganz toll aussieht oder wo der eine oder andere doch erschreckt und denkt, oh Gott, was hat denn der da an den Ohren? Ja, es ist das typische Zeichen, es sind einfach durch die verschiedenen Griffe oder durch einen Schlag, ist, der Knorpel, der Ohrknorpel, der bricht. Und das Ganze ist dann wie ein Bluterguss, also ein Hämatom, wo sich dann bildet. Da sammelt sich das Blut und Eiter in dem Ohr. Das gerinnt irgendwann, härtet aus und dann ist halt einfach deformiert. Der eine Ringer hat es ein bisschen mehr, der andere weniger. Ich habe sicherlich in Deutschland schon heftige Ohren. Ja. Aber ja, ich habe immer gesagt, ich lasse es mal reparieren, also dass ich mal eine Schönheits-OP mache und mir die Ohren wieder rekonstruieren lasse. Habe immer gesagt, das werde ich machen, bevor ich heirate. Okay. Mittlerweile bin ich schon seit 2002 verheiratet, ja. Und habe sie immer noch. Ja. Ja, gehört einfach zum Sport dazu und ich denke schon, dass der ein oder andere Ringer, ja, sicherlich auch immer, gerade die junge Athleten, dass die immer ein bisschen auch heiß auf so Ringohren sind. Ja, klar. Ja. Okay. Kurz vom Ring weg, du fährst in deiner Freizeit auch noch leidenschaftlich Motorrad, du hast eine Harley Davidson. Mit der wirst du sicherlich hier deine Heimat ringsrum um den Bodensee ein wenig unsicher machen. Wenn du auf dem Motorrad sitzt, da blüht der Volker auf, oder? Ja, schon ein bisschen. Also für mich ist Harley fahren schon eine gewisse Freiheit auch, deswegen Harley, ja. Und nicht ein anderes Motorrad. Ich habe mir die zum 40. Geburtstag damals gegönnt, dann habe ich einfach gesagt, okay, ich muss jetzt ein bisschen ruhiger werden, aber ich nutze die Zeit schon, um einfach ein bisschen mit Freunden durch die Gegend fahren, mal doch für sich dann immer ein bisschen auf dem Motorrad. Und da genieße ich natürlich schon die schönen Tage und natürlich die schöne Umgebung um den Bodensee. Kann man da schon Plätze erkunden, wo man eigentlich gar nicht so bewusst ist, dass der Bodensee so schön ist oder die Region so schön ist. Und das genieße ich schon mittlerweile, versuche ich schon öfters mal die Tage dann zu genießen und da einfach einen Ausflug machen auf dem Zweirad. Okay, ja. Neben deiner Tätigkeit als Cheftrainer beim KSV Gottmaning, hier in deinem Heimatverein, bist du auch noch Landestrainer beim Württembergischen Ringerverband im griechisch-römischen Stil. Du warst vor kurzem bei der Juniorenweltmeisterschaft in Tallinn. Und welche unterschiedlichsten Ringerarten, Ringerstile treffen denn da aufeinander? Weil die kommen aus verschiedenen internationalen Nationen. Da ist ja sicherlich auch ein Unterschied dabei, ob der jetzt aus Ungarn kommt oder aus Frankreich oder aus Japan. Kannst du da mal kurz resümen? Ja, also das ist so, gerade bei der Weltmeisterschaft natürlich sieht man da verschiedene Kulturen aufeinander rasseln, auch was die Ringkampfausbildung angeht. Da sieht man natürlich dann schon, welche Nationen oder welche Länder ist wirklich das Nationalsport, wo Ringe wirklich ganz oben steht. Das sind auch meistens die Nationen, die einfach erfolgreicher sind international. Bei den Mitteleuropäern muss man einfach sagen, da ist die Berufsausbildung oder erst die Schulausbildung, die Berufsausbildung ist halt schon an erster Stelle ist wichtiger wie jetzt der Sport. Bei dem einen oder anderen, klar, kann das mal in die andere Richtung driften und dann hat man ja auch einen Erfolg, was eigentlich ja, sage ich jetzt mal, im Stellenwert ja höher angesiedelt sein muss, wenn man neben der Schule und neben der Berufsausbildung trotzdem dann noch einen erfolgreichen Sport ausüben kann. Ja. Ja, die meisten Nationen, wo wirklich Ring der Nationalsport ist, die sind ja schon von ganz klein auf in Ringerschulen. Mhm. Da ist die Schulausbildung alles so ein bisschen nebenher. Und da ist einfach der Ringkampf dann am Vordergrund. Und das sieht man natürlich dann schon der Unterschied, ob jetzt jemand zweimal am Tag trainiert, sieht man schon eben eine technische Ausbildung. Ganz krass finde ich immer so der freie Ringkampfer, also Freistilringen. Da finde ich es einfach schon gravierend, der Unterschied zwischen einem deutschen Athlet oder einem mitteleuropäischen Athlet im Gegensatz zu einfach den ganzen Russen,
die da am Start gehen, was die für eine technische Ausbildung haben. Das, okay. das können wir hier bei uns erstens in der Zeit gar nicht lernen. Mhm. Und natürlich haben wir auch nicht die Anzahl der Trainer oder die sehr gute Trainerausbildung, die so ein Technikleitbild vermitteln kann. Mhm. Da fehlt es uns einfach. Und deshalb ist halt hier auch der Sprung, sag ich mal, zur internationalen Topspitze schon enorm groß. Okay. Ja, wir haben in Deutschland die Sportfördergruppen, also von der Bundeswehr. Gibt es eine Sportgruppe, auch von eine Fördergruppe von der Polizei, sowie auch von der Feuerwehr, wo sie dann parallel zu ihrem Sport auch noch die Ausbildung in ihrem jeweiligen Bereich machen können. Ist das sinnvoll in Deutschland oder müssen wir da noch weiterarbeiten in Deutschland oder ist das okay, so wie es jetzt ist? Also wir haben Olympiastützpunkte bundesweit vertreten, mal mehr, mal weniger fokussiert aufs Ringen. Da ist die Nachwuchsarbeit schon schwierig auch, oder? Ja, natürlich. Ich meine, in Deutschland ist einfach allgemein, der Sport hat nicht der Stellenwert wie jetzt in andere Länder. Das muss man einfach mal klar festhalten. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Möglichkeit über eine Sportfördergruppe, über die Polizeisportfördergruppe oder auch jetzt über die Feuerwehr, dass da die Möglichkeit besteht, hier wirklich Spitzensport dann durchzuführen. Es ist natürlich schon ein bisschen auch spät, muss man auch sagen. Ja? Wenn kommt jemand in die Sportfördergruppe, das ist meistens, wenn er dann mit der Schulausbildung fertig ist, hat er die mittlere Reife gemacht, dann ist man wahrscheinlich 16, hat er vielleicht das Abitur, ist dann 17, 18, wo man dann fertig ist mit der Schulausbildung, dann ist dann eigentlich auch schon die Zeit auch schon zu spät oder fast zu spät. Sicherlich ist eine sehr gute Möglichkeit, da trotzdem dann seinen Sport auszuüben und auch dann wirklich professionell zu trainieren. Aber es gibt halt einfach viel zu wenig Plätze, also nicht nur im Ringkampf, sondern auch in anderen Sportarten, es sind einfach zu wenig Plätze da oder der Stellenwert Sport hat einfach in Deutschland eine zu geringe Rolle, um in allen Sportarten weiterhin sehr erfolgreich zu sein oder nicht den Anschluss zu verlieren an die Weltspitze. Ja. Wenn wir beim Thema sind, du hast mit den erfolgreichen Ringern der Welt zusammengearbeitet, unter anderem mit dem Kubaner Miain Lopez, Olympiasieger, und natürlich Frank Stäbler, unser Goldjunge von Deutschland, aktuell beste deutsche Athlet und dreifacher Weltmeister in drei unterschiedlichen Gewichtsklassen und peilt jetzt seinen vierten Titel an, vielleicht auch nächstes Jahr seinen Olympiasieg, und solche Ringer wie der Frankie fehlen uns, oder? Also vermehrt natürlich. Ja, ich meine, der Frank ist natürlich schon einzigartig momentan, muss man schon so sagen. Wobei er eigentlich schon recht früh das entwickelt hat. Frankie ist sicherlich nicht der beste Techniker, aber er ist mental so stark und war das schon früh und hat natürlich auch mit seinem Umfeld das Ganze soweit auch bringen können. Da hat einfach alles perfekt gepasst. Also er ist definitiv nicht der Sportler, wo er in irgendein System reingeht und sagt, okay, du musst jetzt was weiß ich, nach Frankfurt oder in die Sportfördergruppe und da musst du dann bleiben und da musst du trainieren, da hätte er sicherlich nicht dieser Erfolg erringen können, wie er jetzt gemacht hat. Er war in seinem gewohnten Umfeld, er hat die beste Voraussetzung und Bedingungen gehabt und natürlich das Umfeld, das ihn natürlich unterstützt, hat er schon frühzeitig gehabt und das war, oder es ist einzigartig. Es ist natürlich auch nicht jeder, kann in so einem System erfolgreich sein. Aber man hat einfach hier schon die Anzahl derjenigen, der das ermöglicht bekommt, ist natürlich in Deutschland schon begrenzt und deshalb wird es nicht viele Frank Stäber geben. Okay, ja. Bei der Gelegenheit, Frankie, wünschen wir dir viel Erfolg bei der Weltmeisterschaft, verletzungsfreie Kämpfe und vielleicht sehen wir zwei uns ja auch mal auf dem Schwätzle. Bis dahin alles Gute und mach's gut. Ja, von mir, Frankie, auch viel Erfolg bei der Weltmeisterschaft. Rock das Ding und ich wünsche dir alles, alles Gute. Zeig geile Kämpfe und ich bin mir sicher, dass du den vierten Titel holst. Du selbst motivierst andere Sportler. Du hast ein Lieblingsmotto. Erfolg ist kein Glück. Das hast du ja auch tätowieren lassen. Das ist für dich so dein
ja, deine Motivation eigentlich im Sport und was kannst du jedem Sportler oder jedem Ringer mit auf den Weg geben? Ja, also im Sport kommt es nicht darauf an, dass man der beste Techniker ist oder dass man seinen Sport am besten ausübt, sondern es kommt meistens schon auf die Mentalität und auf die Einstellung an. Mhm. Es spielt sich wahnsinnig viel im Kopf ab und nur wer im Kopf zu 100% sicher ist, dass er diesen Erfolg oder diesen Kampf auch gewinnen möchte, mhm, und will, ich glaube, der ist nachher derjenige, der auch ganz oben stehen wird, weil einfach der Kopf schon eine ganz große Rolle spielt, okay, im Sport. Ja. Man sieht es am Frank Stäbler. Ja. Bestes Beispiel, ja, Frank Stäbler. Das ist wohl wahr, ja. Okay. Ja. Man muss immer an sich glauben und wenn der Glaube ganz groß ist, kann man vieles erreichen. Ja. Volker, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier bei dir sein zu dürfen und mit dir mich ein bisschen unterhalten zu dürfen, zu können, und ein Schwätzle zu halten. Und wünsche dir alles Gute, auch für die kommende Saison in der Oberliga beim KSV Gommerlingen. Und mal sehen, wo die Reise hingeht. Ihr habt ja, glaube ich, einige Ringer haben ein hohes Ziel, habe ich ja gesehen. Und ja, wünsche euch alles Gute. Schön. Danke, Volker. Ja, okay. Ich bedanke mich auch und wir sehen uns. Wunderbar. Ja, liebe Zuschauer, freut euch aufs nächste Video. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald und Sali und Ade, euer Mafi.